auf dem Blatt, was bei der Lok dabei liegt, Rocco-Funktionsdatenblatt, kann man das auf der Rückseite auch nachlesen mit dem Bremsenquietschen freischalten. Da, wo man hier auch schön sieht, wo die ganzen Soundfunktionen sind, steht nämlich dann hier unten, genau in dem Passus: Passend zum vorbildgerechten Sound Ihrer Lok ist standardmäßig kein Bremsenquietschen aktiviert. Wenn Sie möchten, dass dieses Geräusch dennoch im Soundablauf abgespielt wird, programmieren Sie CV577 auf Wert 15. Da steht es schwarz auf weiß. Und ich habe jetzt nicht die Rocco 70264, sondern ich habe die Rocco. Augenblick. 70266. Aber das gilt für alle anderen auch, weil die haben ja alle denselben CMOS Sound Decoder verbaut und dementsprechend auch dieselbe Software. Ich hoffe, ich kann euch damit weiterhelfen.